bin der Frühling Bertel, stünde hier in Bad Kreuzen, Messermacher. Mittlerweile 15 Jahre mache ich das hobbymäßig. Ich habe in Kanada, in Yukon, wunderschöne handgemachte Jagdmesser gesehen. Und die waren so teuer, dass ich mir gesagt habe, die probiere das daheim in meiner kleinen Werkstatt. Das ist ein ganz kleiner, bescheidener Musterkoffer. Seit neuestem habe ich sogar einen Stempel. Das heißt Yukon Bert. Das ist ein ganz hochwertiges Damastmesser mit einem Mammut-Elfenbein drauf. Liegt wunderschön in der Hand. Ich mache auch die Scheiden selber. Und das Ganze ist eine reine Handarbeit. Ich habe außer einen kleinen Winkelschleifer und eine Bohrmaschine und eine Polierscheibe habe ich kein Werkzeug. Und jetzt tue ich am Wochenende in meiner Werkstatt ein wenig Messer machen. So, und jetzt fangen wir an. Bei mir ist der Messerstall gewahr worden und in Dorfstehen da wir schmieden. Und wir haben heute speziell was zum Feiern, und zwar der Primus ist 82 Jahre, und vor 60 Jahren, genau am heutigen Tag vor 60 Jahren, hat er einen Schmiedmeister gemacht, und das feiern wir dann, weil wir da haben. Und jetzt möchte ich gern, Primus, vielleicht, wenn du bitte ein wenig was sagst über Klemmerschmieden, wie alt die Schmiede ist. Ja, ca. 200 Jahre, bis heute. Ja, in der dritten, vierten Generation. Der Großvater hat 1880 gekauft. Ja. Und ich bin der dritte von den Herren. Ja. Und auch der letzte. Weiß nicht weiter. Geht nicht weiter. Da, wo wir jetzt sind, das ist. Da drüben ist Oberösterreich. Und nein, da, wir sitzen in Oberösterreich. Wir sitzen in Oberösterreich. Und der Stundisch ist in Niederösterreich. Und umgeht die Landesgrenze durchs Heideltürk. Durchs Haus durch, ja. Ich habe den Bach unterirdisch durch. Ja, wir werden einen wunderschönen Damaststall machen. Das habe ich eh schon mal erwähnt. Mit diesmal 288 Jahren. Du brauchst eine gescheite Schmiedsfeier, du brauchst eine gescheite Hitze, du musst wissen, was für ein Stall mischt man zusammen, sonst funktioniert das nicht und sonst wird das kein Messer. Und mein Bestreben ist, das muss nicht unbedingt ein Schäßlmesser sein oder der Schäßl der Messer sein, sondern er muss eine gute Qualität haben. Ich habe gern Hof- und Wagenschmied, ja. Nachher war ich noch 4 Jahre gesehen bei einem Schmied. Und dann war ich verschiedene Firmen beschlossen. 1974 habe ich Meisterprüfung gemacht durch Schlosser. Und 1978 habe ich mich selbstständig gemacht als Kunstschmied.
Jetzt wird einmal geglasend. Gut, Weiderbrot, ein Kessel aus vom Sambik. Und einen guten Wein, weil wenn du schmecken musst, brauchst du da was drin. Weil sonst geht nichts. Ja? Dann brauchst du einen Würmel. So, auf geht's. Vollzeit. Das Marmorelfenbein poliert, die Mosaikbeins poliert und der Mastzirk Marschallinsel. Das ist die Arbeitsschutzhülle. Das wird einpackelt, das Messer, weil sonst war das furchtbar gefährlich. So, jetzt wird noch eine Schärfe aufgekocht. Wir haben wieder ein wunderschönes Messer gemacht. 70 Stunden Arbeitszeit, 3 hochwertige Ställe, Feuer verschweißt, ist ein Mammut-Elfenbein drauf, ein ganz schönes von einem Stoßzahn. Ich bin froh damit.